Willkommen zum Richard24 Produkt-Vlog, heute mit dem Keuko Plan Blue Einhebel Waschtischmischer 90. Diese vollständig verchromte Armatur ist sowohl mit als auch ohne Zugstangenablaufgarnitur in drei verschiedenen Größen erhältlich. Und wir haben hier die Version ohne Zugstangenablaufgarnitur, was Sie daran erkennen, dass sie hier hinten keinen Hebel hat. Und die Montage erfolgt über eine Einlochmontage und ein Schnellmontagesystem. Die Armatur hat eine Höhe von 161 mm und eine Tiefe von 144 mm, also vom Ende des Hebels bis vorne zur Kante des Auslaufs. Sie besitzt eine Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben und ist in der Temperatur begrenzbar, also hat eine eingebaute Temperaturbegrenzung und hat einen Luftsprudler, dessen Strahlwinkel manuell verstellbar ist, um plus minus 8 Grad. Die Armatur wird statt mit der Acrylplatte, die Sie hier sehen, mit Druckschläuchen in der Länge von 420 mm und einem 3/8 Zoll Durchmesser ausgeliefert und die Durchflussmenge dieser Armatur ist begrenzt auf 6 Liter. Die Armatur hat außerdem das Well Home Water Efficiency Label, was Sie auch nochmal bei der Website von Keuko sehen können, wo Sie auch nähere Informationen dazu erhalten. Die Armatur ist wie gesagt vollständig verchromt und hat auch optisch ein paar Charakteristika. Und zwar haben wir hier eine relativ klassische Armaturform mit einem relativ stabilen Sockel und einem dünnen Auslauf im Verhältnis dazu. Wir haben hier einen ganz normalen Bedienhebel, den wir halt hoch und runter schalten können zum Öffnen und wie gesagt zum Warm- und Kaltwassereinstellung halt ganz normal nach rechts und links bewegen. Wir haben hier für die Warmwasserrichtung auch nochmal eine rote Markierung und hier eine blaue Markierung für die Kaltwasserzufuhr. Ich zeige Ihnen die Armatur von der Seite noch einmal. Was auffällt, die Armatur ist sehr schwer, also man merkt wirklich das Material und wir haben hier einen relativ mittig gesetzten Auslauf. Wir haben es häufig so, dass normalerweise der Auslauf relativ nah am Bedienhebel ist. Hier haben wir einen, ich sag mal, ungewöhnlichen Abstand dazu. Das macht aber die Armatur gerade designmäßig relativ einzigartig. Und die Armatur ist, wie gesagt, in drei verschiedenen Höhen auch erhältlich. Hier haben wir die mittlere. Hier unten sehen Sie nochmal den Luftsprudler, ganz normal. Wie gesagt, aufgesetzt, austauschbar und im Strahlwinkel plus minus 8 Grad verstellbar. Eine wunderbare Armatur, auch für öffentliche Bereiche. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch Ihre Kommentare dazu mitteilen, entweder bei Richard24 in der Produktbeschreibung oder hier bei YouTube in den Kommentaren und wünschen Ihnen viel Spaß beim Einkaufen und bis zum nächsten Mal.